Gesunde Ökosysteme sind unsere Lebensgrundlage. Sie versorgen uns mit sauberer Luft, frischem Wasser und mit Lebensmitteln. Doch wir zerstören sie durch intensive Landwirtschaft, Überfischung und Verschmutzung. Und die Klimakrise befeuert das Ganze natürlich auch noch. Dadurch sind mindestens 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Doch wie können wir das Ruder noch herumreißen und wirklich effektiven Natur- und Klimaschutz umsetzen? Darüber spreche ich mit einem der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Mein Name ist Gerald Hüther. Ich habe Biologie studiert und bin Neurobiologe. Und mich interessiert die Frage, was Menschen dazu bringt, diese Natur so gnadenlos zu ruinieren. Und ich glaube, wir müssen herausfinden, was Menschen brauchen, damit sie das nicht mehr länger nötig haben. Ich bin Magdalene Trapp und arbeite für den NABU. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Biodiversität bei politischen Entscheidungen in Zukunft besser berücksichtigt wird. Denn das dient auch unserem eigenen Überleben. Herr Hüther, viele Menschen lieben ja eigentlich die Natur und verbringen auch gern Zeit draußen. Ich selber kenne das, wenn ich wandern gehe, dann finde ich großes Glück. Warum ist das eigentlich so? Warum lieben wir die Natur? Ich befürchte ja, dass wenn wir fragen, ob ich etwas liebe, dann manchmal auch Antworten bekommen, die dadurch zustande kommen, dass wir uns gar nicht richtig klar machen, was das eigentlich ist, wenn ich sage, ich liebe die Natur oder dich oder irgendwas. Und deshalb ist es vielleicht nochmal wichtig, dass man das rausarbeitet. Liebe ist eigentlich das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen. Das ist Liebe. So, und jetzt können wir uns fragen, wenn die Leute sagen, ich liebe die Natur, haben sie denn das gemeint? Oder haben sie jetzt nur gemeint, sie lieben die Natur, weil sie so schön grün ist und weil es da so schön bunt ist und weil der Sauerstoff produziert wird im Wald und weil sie da so schön joggen gehen können? Oder was lieben sie denn? Was soll da dieser Begriff Liebe? Also so wie sie diese Natur lieben, lieben sie auch ihr Auto und ihr Bett. Und da fühlen sie sich wohl. Ja, aber dass ich mich irgendwo wohlfühle, heißt nicht, dass ich das liebe. Das ist sozusagen, ich beschreibe nur ein Nutzungsverhältnis. Und deshalb, glaube ich, ist das ein Fehlschluss, dass man glaubt, dass wenn Menschen sagen, ich liebe die Natur, ohne zu reflektieren, was das wirklich meint, dass man dann davon ausgeht, die würden sich auch für die Natur einsetzen. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart geht und sie müssten auf was anderes verzichten, dann lieber nicht. Mhm. Wie finden wir denn hin zu mehr Liebe zur Natur? Man kann ja nur das lieben, was man nicht benutzen will. Sondern man müsste die Erfahrung machen, dass sich einem in der Natur etwas offenbart, was man bis dahin gar nicht mehr geahnt hat, dass es das gibt. Also zum Beispiel die Lebendigkeit, die Buntheit, die Vielfalt. Und dann steht man plötzlich atemlos in der Natur und sagt, wow. Und dann würde man wahrscheinlich sagen, oh, das ist mir jetzt aber so wichtig, dass ich alles dafür tue, dass diese Vielfalt, diese Buntheit, diese Lebendigkeit unserer Natur erhalten bleibt. Wenn man Menschen dabei helfen will, müsste man irgendwas dafür tun, dass es denen selber erstmal gut geht. Dass die sich mit sich selbst und in sich selbst wohlfühlen. Was macht diese fehlende Liebe zur Natur und vielleicht auch die fehlende Liebe zu uns selber mit uns? Diese fehlende Liebe zur Natur ist möglicherweise nur Ausdruck der Tatsache, dass wir uns selbst nicht richtig mögen. Weil ich ja in dem Augenblick, wo ich so Teile von mir selbst unterdrücken muss, damit ich da von den anderen gemocht werde, wenn ich mich da immer so anpassen muss an die Erwartungen der anderen, wenn die mich zum Objekt ihrer Erwartungen, ihrer Bewertungen, ihrer Belehrungen, ihrer Maßnahmen machen, dann mag ich mich selber nicht. Ich verletze ja meine eigene Lebendigkeit damit und meine eigenen Bedürfnisse. Und das Ergebnis muss mich selbst verleugnen. So. Und indem ich das tue, heißt es, ich muss meine lebendigen Bedürfnisse, also diese Bereitschaft, mich für die Natur zu öffnen, das muss ich unterdrücken, weil das passt nicht in die Welt. Und dann, wenn ich sowas unterdrücke, wird das für das Hirn ja sehr anstrengend.
Und deshalb hilft sich das Hirn, indem da hemmende Verschaltungen darüber gebaut werden, über die Bereiche, wo dieses Bedürfnis da raus will. Und wenn die dick genug geworden sind, dann macht es mir nichts mehr. Dann kann ich durch die Natur gehen, Äste abreißen. Hab gar keine Beziehung mehr dazu. Ich sehe nichts mehr von der Vielfalt und der Buntheit und der Schönheit dieser Natur. Ich bin dann nicht mehr mit dieser Natur verbunden. Und dann kümmere ich mich auch nicht mehr drum. Also man könnte sagen, diese Probleme, die wir mit dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit haben, werden verursacht von Leuten, die lieblos mit sich selbst umzugehen gelernt haben. Ja, also das heißt, die große Falle, in der wir eigentlich drin sind, ist, dass wir uns selber nicht lieben, die Beziehung zu uns selber verloren haben, die Beziehung zur Natur verloren haben und uns dadurch quasi in unnötigem Konsum verlieren und dadurch eigentlich ja unsere eigenen Lebensgrundlagen auch weiter zerstören. Jetzt ist die Frage, wie können wir da rauskommen? Es gibt ja zwei Grundbedürfnisse, die wir alle schon mit auf die Welt bringen. Das eine heißt Verbundenheit und das andere ist dieses Bestreben, sich selbst zu beweisen, dass man was kann. Also dieses eigene Gestaltungsbedürfnis, dieses Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit. Also hier die Verbundenheit, da die Freiheit. Und wir bräuchten eine Gesellschaft, in der die Kinder, die in diese Gesellschaft hineinwachsen und alle Erwachsenen, die in dieser Gesellschaft unterwegs sind, eine Möglichkeit haben, diese beiden Bedürfnisse zu stillen. Die sind ja wie Hunger und Durst. Hunger und Durst sind körperliche Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Verbundenheit und Freiheit sind seelische Bedürfnisse. Und wenn man die nicht gestillt hat, geht es einem genauso schlecht, als hätte man Hunger und Durst. Und dann bin ich ein Bedürftiger. Die spüren, dass es ihnen nicht gut geht, weil sie das, was sie eigentlich bräuchten, nicht kriegen. Und die dann froh sind, wenn sie irgendwas haben, was sie machen können, unter anderem auch einkaufen. Ja. Und wenn man das so rum betrachtet, wird plötzlich deutlich, denen ist ja eigentlich das Einkaufen wichtiger als die Natur. So, und da kann man jetzt nicht mit kognitiven Argumenten daherkommen und kann sagen, hey, die Natur ist wichtig und guck mal hier, hier kommt es zum Artensterben. Das interessiert die nicht, die haben ein Problem. Und deshalb kümmert er sich um den Konsum lieber als um die Aufrechterhaltung der Vielfalt der natürlichen Lebensformen. Hat er keinen Blick für. Das ist aber nicht angeboren, das ist das Wichtige. Mhm. So, und es ist auch so, dass man das natürlich ändern kann. Und was ist sozusagen gesellschaftlich dann unser Problem, dass wir diese Bedürfnisse nach Freiheit und Verbundenheit scheinbar nicht stillen können? Wir können es noch mal ein bisschen einfacher formulieren. Das ist ja auch manchmal ganz gut. Das, was wir erleben, wenn wir in diese Gesellschaft hineinwachsen, ist, dass wir lernen müssen, unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln voneinander abzutrennen. Hirntechnisch geht das eigentlich nicht. Das denkt und fühlt und handelt alles in einem. Und das heißt, das ist eine Kulturleistung, dass wir das unseren Kindern beibringen, etwas zu sagen, was sie in Wirklichkeit nicht denken, etwas zu tun, was sie nicht wollen, oder etwas zu sagen, was dem, wie sie handeln, entgegensteht. Und da lernt ein Kind, sich selbst sozusagen innerlich zu zerlegen. In einen Teil, der denkt, und in einen anderen Teil, der fühlt. Und dann kommen sie weder mit dem einen noch mit dem anderen richtig zurecht. Und deshalb müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass Menschen unter Bedingungen groß werden, wo diese Trennung nicht mehr vollzogen werden muss. Und das ist eine richtige große kulturelle Transformation, vor der wir da stehen. Und das ist nicht so ganz einfach, weil das, was wir da versuchen, ist etwas, was eigentlich seit 10.000 Jahren so gemacht wird. Und deshalb ist das ein schwieriger Übergang. Und es ist großartig, wenn sich Menschen auf den Weg machen, diesen Übergang dann auch zu schaffen. Und damit dieser Übergang gelingt, glaube ich, müssen Menschen ihre Verbundenheit wiederfinden. Das heißt, wir haben jetzt diese strukturellen Probleme erstmal überall in der Gesellschaft. Und wie können wir jetzt ansetzen, um Transformation zu schaffen, also um das zu überwinden und um zu echter, grundlegender Veränderung zu kommen? Vielleicht erstmal auch jeder als Individuum. Was sind da Ansatzpunkte und was kann auch der NABU dazu beitragen? Das geht durch schwere Krisen, das geht durch Sternstunden, dass man plötzlich an so einem See sitzt und es gehen einem die Augen auf und man sagt, was führe ich denn hier überhaupt für ein Leben? Ich bin ja völlig abgetrennt von allem Lebendigen. Und es geht auch, indem man auf die Idee kommt, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen.
Es wird ja wahrscheinlich nur möglich sein, diesen großen Transformationsprozess hinzubekommen, wenn es ganz viele Einzelne gibt, die ihn in sich selbst vollziehen. Ja, im Einzelnen muss man sich genauer anschauen, wie man jemanden erreicht. Es müsste über einen Weg gehen, wo die Menschen Gelegenheit bekommen, wieder mit diesen unterdrückten Anteilen und mit diesen nicht gestillten Bedürfnissen in Berührung zu kommen. Also hirntechnisch werden die ja dann von Netzwerken überwachsen, bis man die kaum noch spürt. Das sind dann ziemlich verwickelte Situationen. Und da kann man nur alles dafür tun, dass so ein Mensch wieder in Berührung mit dem kommt, was er da in seinem Hirn alles so zugewickelt und eingewickelt hat. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Burnout hätte, alles liegt am Boden und dann ist das quasi die Chance, dass ich nochmal ganz neu anfange? Oder wie kann ich mir so eine Krise vorstellen? Man erlebt die Krisen ja dann sozusagen als Einzelner nicht gleich in so einer Dramatik. Man spürt, dass hier alles nicht mehr stimmt. Und das ist im Augenblick auch ein weit verbreitetes Phänomen in der Bevölkerung. Das ist Unsicherheit, da weiß man nicht, ob es so geht. Und dann kommen manche Leute dann tatsächlich in so eine Situation, wo die wieder nach dem suchen, was ihnen Halt bietet. Und dabei kann die Natur oder hat die Natur auch jetzt schon eine Riesenrolle gespielt. Also viele Leute in dieser Pandemiezeit haben ihre Kraft draußen in der Natur wieder zurückgewonnen. Und deshalb ist auch das eine Riesenchance für den NABU, dass er den Menschen in dieser Krisenzeit etwas anbietet, was ihnen Halt bietet. Und das wäre dann diese Natur. Auf diese Weise kommen sie über die Erfahrung, die sie mit der lebendigen Natur machen, auch wieder mit ihrer eigenen Lebendigkeit in Kontakt. Das wäre der Ausweg über die Krise. Trotzdem bin ich der Meinung, Krise ist auch nicht so unbedingt das, was man sich wünschen sollte, nur damit man die Kurve kriegt. Könnten wir da vielleicht auch als Umweltschutzorganisationen, zum Beispiel als NABU, ansetzen, um Menschen, die in so eine Krise gefallen sind, besser abzuholen? Es geht im Grunde genommen darum, dass du eine neue Erfahrung machst. Mhm. Und du bist jetzt in einer Krise, weißt nicht, wie es weitergehen soll, hast aber nette Leute beim NABU getroffen. Und die helfen dir und laden dich ein und ermutigen dich und inspirieren dich, dich auf eine neue Erfahrung einzulassen. Das ist eine einmalige Chance, die ihr habt, weil Menschen sind sehr leicht abzuholen, wenn man sie wieder mit dem Lebendigen verbindet. Und die Natur ist ja sozusagen überall da. Und da gibt es ja auch genug, wo man plötzlich ja vor Glück erschaudern kann, weil man merkt, was das für ein Wunder ist. Wie können wir gesellschaftliche und individuelle Veränderungen herbeiführen? Und da hatten wir jetzt gesagt, eine Möglichkeit ist die Krise. Es gibt aber noch weitere Ansatzpunkte, oder? Es gibt noch einen ganz fast schon mystischen Weg. Und das ist, dass es manchmal im Leben passiert, dass man in eine Situation kommt, wo es einen so sehr berührt, dass man auf die Knie fällt. Und die meisten Menschen haben doch schon mal irgendwann so eine Sternstunde, wo es ruft und wo sie sich ändern könnten. Und das passiert manchmal. Und das passiert oftmals in der Begegnung mit jemand anders. Das kann beim Lesen eines Buches passieren. Da liest du und dann plötzlich musst du es zuklappen, weil du kannst nicht mehr weiterlesen, weil es hat dich plötzlich total ergriffen. Und Natur. Natur ist etwas, wo das überall passieren kann. Du gehst irgendwo entlang und bleibst vor so einer uralten Eiche stehen und dann fällst du auf die Knie und dir laufen die Tränen und du merkst, mein Gott, die ist jetzt 500 Jahre alt und steht immer noch da und wir haben in der Zwischenzeit so viel Scheiße produziert als Menschen. Ne? Und die hat es geschafft, uns in all diesen Wirren zu begleiten und ist immer noch da. Wird vielleicht auch noch mal 300 Jahre da stehen. Da hat es einen dann erwischt und dann kann man manchmal auf die Idee kommen, dass es doch eigentlich ganz vernünftig wäre, sein Leben zu ändern. Also das finde ich jetzt eine ganz spannende Erkenntnis. Was können wir vielleicht auch als Umweltschutzorganisation daraus lernen? Dass es nicht so sehr auf diese ganze Informationsvermittlung ankommt, also auf diese Belehrungen und diese Warnungen und was da alles gerne gemacht wird, um überhaupt bei dem anderen anzukommen, sondern dass es eigentlich die klügere Möglichkeit wäre, Momente den Menschen zu bieten, in denen so eine tiefe Berührung stattfinden kann. Weil das wären Momente der Verwandlung, der inneren Verwandlung oder des Wiederfindens
in sich selbst von etwas, was man da über Jahre hinweg zugebuddelt hat. Okay, und dann gab es noch eine dritte Möglichkeit, wie wir Veränderungen sozusagen, wo Ansatzpunkte für Veränderungen drin liegen. Das war in der Liebe. Ja, so ähnlich, ja. In der Liebe steckt die ganze Kraft. Mhm. Also Liebe ist auch das beste Mittel gegen die Angst, nebenbei gesagt. Aber wir können ja nicht warten, bis immer zu neue Krisen kommen. Und diese paar Sternstunden, die es mal gibt, das ist auch, so kommen wir auch nicht weiter. Was wir brauchen, sind der innere Einstellung und innere Haltung, die sich verändern. Und diese innere Einstellung oder innere Haltung, die sich da verändert hat, führt dazu, dass sich dann auch das Verhalten ändert. Und deshalb könnte man Menschen auch ermutigen, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Ein bisschen darauf zu achten, dass das, was sie machen, dann möglichst etwas sein sollte, was ihnen gut tut. Es hat eher was mit Zugang zu tun zu diesen inneren Quellen der Kraft, die wir alle in uns tragen. Und da könnte der Nabu natürlich auch den Zugang etwas noch stärker legen und könnte Menschen helfen, diese Erfahrung zu machen, wie gut es ihnen tut, wenn sie draußen in der Natur sind. Aber da ist wieder der Punkt, möglichst nicht, indem man sie belehrt, sondern indem man sie was anfassen lässt, indem man sie was suchen lässt, indem man ihnen die Chance gibt, sich um irgendwas da draußen zu kümmern. Das geht unter die Haut. Und das führt dann dazu, dass Menschen dann das Gefühl haben, dass sie etwas getan haben und dabei sind, etwas zu tun, was ihnen gut tut. Dann verbinden sie sich wieder mit sich selbst, sind keine Bedürftigen mehr. Und dann falle ich auch nicht mehr auf diese ganzen Angebote herein, die allen Bedürftigen angeboten werden, damit sie da irgendwas sich kaufen sollen, sich irgendwie präsentieren sollen, in irgendeiner Art und Weise sich in dieser Welt bewegen sollen. Und auf einmal brauche ich das alles nicht mehr. Ich brauche auch nicht mehr andere Leute unbedingt, die mich bewundern oder die mir irgendwas schenken oder mir irgendwas herbringen, die mich lieben. Nein, brauche ich alles nicht, sondern ich kann jetzt, ja, es ist ein schönes Wort, ich bin plötzlich ein Liebender geworden und ich kann was verschenken. Und wenn wir davon mehr hätten, hätten wir kein Problem mit dem Naturschutz. Weil das ist immer etwas, wenn ich anfange, liebevoll mit mir selbst umzugehen, gehe ich auch automatisch liebevoll mit anderen Menschen um und auch mit anderen Lebewesen. Aber das ist ja jetzt was, das würde sozusagen funktionieren, wenn jeder Mensch in der Gesellschaft das für sich schaffen würde, sich selber wieder zu lieben und in Verbindung mit der Natur zu treten. Nun haben wir wirklich eine große ökologische Krise. Wir laufen im Klimabereich auf ein 3-Grad-Szenario zu. Wir haben 1 Million Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Wir haben eigentlich keine Zeit, diese Krise zu lösen. Wie kommen wir hin in hinreichend schnelles kollektives Handeln? Das ist eigentlich eine Argumentation, die nicht sehr günstig ist. Wenn wir uns gegenseitig in so eine Hektik und so eine Angst versetzen, fällt uns überhaupt nichts mehr ein. Also wäre es günstiger, wir treten einfach noch mal einen Augenblick zurück und überlegen uns, was wir jetzt im Augenblick tun können. Das sind Maßnahmen. Jawohl, wir können dieses und jenes beschließen. Wir können Dampf machen bei den Politikern. Das sind akute Maßnahmen. Und das tut ja auch gut, wenn man da merkt, weil ich die Vielfalt des Lebendigen liebe, tue ich was und mache es erstmal auf dieser Ebene, weil es anders nicht geht. So. Aber da kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht genug sein. Das ist auch nicht das, worauf es ankommt. Und das ist meiner Ansicht nach die Hauptaufgabe des NABU. Menschen zusammenzubringen und denen zu zeigen, dass man anders miteinander umgehen kann. Dass man einander den Blick öffnen kann, dass man ein unbedingtes Interesse erleben kann bei denen, die in den NABU reinkommen. Das wäre schon toll, wenn man das spüren würde, dass man da hinkommt und merkt, man ist nicht einfach nur willkommen, sondern das sind Leute, die geben einem so viel Kraft, dass man plötzlich merkt, hey, da möchte ich mit dabei sein. Da gehöre ich dazu, da kann ich mich entfalten. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Gemeinschaft gehabt, wo ich so sehr dazugehöre und mich so sicher gefühlt habe und gleichzeitig so viel Dampf sozusagen in mir ansammeln konnte, dass ich jetzt wie eine Rakete da drin abgehe. Dass ich meine ganzen Talente und Begabungen, meine Fähigkeiten alle entfalte. Im Dezember fahre ich zur Weltnaturkonferenz nach Kanada. Dort wird ein neues Abkommen beschlossen werden mit Zielen für 2030 und Umsetzungsmechanismen für die Natur. Und dort werde ich sicherlich
ja, wichtige PolitikerInnen, vielleicht unsere Umweltministerin, vielleicht sogar Olaf Scholz treffen. Was würden Sie ihnen mit auf den Weg geben? Wir sind Bürger und wenn uns wirklich die Vielfalt des Lebendigen und diese Natur in seiner ganzen Schönheit, in ihrer ganzen Schönheit am Herzen liegt, dann haben wir in einem demokratischen Gemeinwesen die Möglichkeit, die Abgeordneten, die wir gewählt haben, dazu zu bringen, dass die auch unsere Interessen vertreten. Und dazu müssen wir zu denen hin. Wir müssen denen auf die Füße treten. Und zwar so viele Leute wie möglich, sodass die merken, wenn sie das nicht endlich umsetzen und ernst nehmen, dann ist ihr Mandat verloren. Und deshalb, es geht über diese direkte Nutzung der Möglichkeiten eines demokratischen Systems, indem man den Abgeordneten so ordentlich Dampf macht, dass die wirklich merken, jetzt brennt die Hütte und dass sie dann versuchen, ihre Haut zu retten. Die sind dann auch noch keine großen Naturliebhaber, aber setzen sich dann möglicherweise wirklich für das ein. Ich drücke die Daumen, dass das dort klappt und dass da auch wirklich was Vernünftiges auf die Bahn gebracht wird. Ja, vielen Dank. Wir sind da dran als NABU und wir bleiben dran. Und ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute. Die Natur kann uns helfen, wieder mehr Liebe für uns selber zu empfinden. Durch Sternstunden in der Natur können wir es schaffen, unser Denken, Fühlen und Handeln wieder zusammenzubringen. Aber es braucht auch politische Rahmenbedingungen, damit wir zusammen im Einklang mit der Natur leben können. Wir als NABU sind auf jeden Fall vor Ort für euch da, um euch Naturerlebnisse zu schenken und euch bei eurem politischen Engagement zu unterstützen.